Yes, Alter! Damit besiegen wir es. Hi Leute. Ja, ich habe mich jetzt die letzten Tage nicht gemeldet. Boah, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich muss erstmal meine Gedanken sammeln. Meinen Kopf sammeln. Mir geht's echt sehr, 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 sehr schlecht. Sehr, sehr scheiße mental. Ich habe mich am Sonntag verletzt beim Spiel. Und ich dachte, dass nur meine Kniescheibe rausgefallen ist. Habe dann aber gemerkt, dass mein Knie sehr dick geworden ist, dass ich sehr Schmerzen habe und bin dann am Montag, also heute ist Dienstag, bin dann am Montag und Dienstag ja ins Krankenhaus gefahren wegen diesen Schmerzen. Heute war ich bei einem MRT und da hat sich halt herausgestellt, dass mein Meniskus gerissen ist und dass höchstwahrscheinlich auch mein Kreuzband gerissen ist. Und morgen werde ich zu einem Spezialisten fahren, der mich damals operiert hat, Dr. Petersen, und auch Eli operiert hat. Ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll. Und ich weiß nicht, wie es weitergeht. Weil ich liebe den Fußball über alles. Und egal, ob Kreisliga oder nicht, es tut einfach weh. Es tut wirklich weh. Ich bin echt im Kopf gerade, ja, absolut am Ende. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und ehrlich gesagt, mein Körper macht es auch nicht mehr mit. Ich werde wahrscheinlich auch mit Fußball aufhören. Ist kein leichter Schritt, aber irgendwo muss ich dann auch irgendwann mal auf meinen Körper hören. Ich bin zwar ein Kämpfer, aber irgendwann... Ja, irgendwann geht es dann auch nicht mehr, ne? Ich werde euch morgen mitnehmen, wenn ich zum Arzt gehe. Werde schauen, was dabei rauskommt. Und ich denke dann, dass ich den nächsten Tag operiert werde. Und ja, ich habe euch einfach dabei. Ich nehme euch mit. Danke für die ganzen Nachrichten, Leute. Ich zeige euch jetzt kurz gleich nochmal mein Knie, wie es gerade aussieht. Mal schauen, wie es weitergeht. Okay, Leute, damit ihr mal einen kleinen Vergleich habt. Das ist mein gesundes Knie. Das ist mein verletztes Knie. Ich glaube, wie ihr sehen könnt, es ist halt ja sehr dick. Im Gegensatz zu dem. Ja, ist alles ein bisschen schwierig. Ich komme auch echt zu Hause nicht so gut klar, muss ich sagen. Morgen bin ich beim Arzt und dann mal schauen, was dabei rauskommt. Ich versuche positiv zu bleiben, aber ja, ist halt nicht so leicht. Ach, diese Thrombosespritzen muss man sich dann immer in seinen Bauch geben. Auch so nervig, weil man halt das Knie nicht belastet. Und ich glaube, irgendwie wegen der Blutzufuhr oder irgendwas. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht genau. Also ich muss jeden Abend so eine Spritze hier nehmen. Auch total nervig, aber was soll's. Ich habe echt auch überlegt, ob ich das überhaupt machen soll. Ob ich ein Video draus machen soll, ob ich euch da mitnehmen soll. Ist auch kein normales Video jetzt, aber egal. Und ich weiß nicht, wie es sein wird nach der OP und nach den ersten Wochen. Vielleicht kämpfe ich mich auch wieder zurück, aber es fällt mir so brutal schwer, das alles zu verarbeiten, das alles mitzumachen. Ich meine, ich habe auch euch gegenüber, ich muss euch auch etwas zurückgeben an die, die an mich glauben. Die ganzen Nachrichten, die ihr mir schreibt, ich bin euch so dankbar. Aber ich weiß nicht, ob ich das noch stemmen kann. Ich bin wirklich das erste Mal an einem Punkt in meinem Leben, wo ich nicht weiter weiß mit meinem Knie. Ich kann mich einfach immer noch nicht mit diesem Gedanken abfinden, dass ich irgendwann dann danach kein Fußball mehr spiele. Ich liebe den Fußball über alles, alles daran. Die Emotion, wenn ich mit den Jungs in der Kabine bin, das Lachen, das Ärgern, die Auswärtsfahrten, die Erlebnisse, die Erfolge, die Niederlagen. Fußball war mein ganzes Leben ein Teil von mir und aufgrund meiner Verletzungen, das jetzt nicht mehr machen zu dürfen, ich kann mich mit diesem Gedanken einfach nicht abfinden. Und es tut mir in meinem Herzen so, so, so doll weh. Ja, mal schauen. Wir sehen morgen weiter. So, guten Morgen, Leute. Wir haben es jetzt kurz vor 8. Alex holt mich ab, der
der Physio von Delay. Und wir fahren jetzt ins Krankenhaus, da wo der Spezialist ist. Ja, wie geht's mir? Puh, keine Ahnung, nicht gut geschlafen. Knie schmerzt extrem. Ich erwarte gar nichts, um ehrlich zu sein. So wie es kommt, so kommt's. Ich habe mich damit abgefunden. Ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Dann seht ihr gleich, was Sache ist. So Leute, ich bin jetzt, Alex hat mich abgeholt. Ich muss sagen, beide Physios von Delay Sports seit 3 Tagen. Ich glaube, die sind rund um die Uhr fast mit mir. Ich weiß gar nicht, wie macht ihr sie überhaupt mit der Arbeit? Ich habe ja schon mal gefragt. Ihr legt euch alles so, dass ihr das mit mir machen könnt, ne? Das ist richtig. Aber von Herzen gerne. Anstrengend aber. Na, was heißt anstrengend? Das ist halt Arbeit. Und wir kriegen das schon zusammen wieder hin. Ja. Was erwartest du jetzt da? Ehrlich. Ehrliche Antwort. Offen und ehrlich. Ein Ergebnis, so dumm wie es klingt. Anders kann ich dir nicht sagen. Guck mal, wir haben an Tag 1 eine Diagnose gehabt, an Tag 2. Heute haben wir einen Spezialisten. Ich gebe sehr viel Wert auf die Meinung von Dr. Petersen. Da werden wir sehen, was bei rauskommt. Na gut. Sehen wir gleich. Und? Haben wir sogar Frühstück mitgebracht. Man kann schon ein bisschen lachen. Ihr müsst euch vorstellen, Leute, mit so einer Schiene und mit diesen Krücken hier. Ja, alles dauert halt gefühlt, keine Ahnung, 20, 30 Minuten länger. Egal, wohin du musst. Alle in der eigenen Wohnung, Treppenhaus, alles dauert so lange, du musst dir so viel Zeit nehmen. Und die Nerven spielen eine Riesenrolle bei dem Ganzen. Ich wollte dich mal fragen, was würdest du so jemandem empfehlen, sag ich jetzt mal, der sich den Kreuzband reißt und so eine schlimme Verletzung hat, gerade mental für den Kopf. Also was kann man den Leuten mitgeben? Ich glaube, ich bin jetzt gerade kein gutes Beispiel, weil... Doch, du bist ja ein wunderbares Beispiel, weil man sieht, wie sich auf jeden Fall deine Verletzung mitnimmt. Wichtig ist jetzt einfach, sich abzulenken. Die Grundlage ist guter Schlaf. Mhm. Tatsächlich, weil der Körper braucht einfach diese Energie, um einfach klar zu kommen. Mental brauchst du den Schlaf einfach, damit du starke Gedanken überhaupt fassen kannst. Gut gemeinter Rat ist immer, nicht alleine zu sein. Das heißt jetzt nicht, dass man 24/7 jemand um sich haben muss, aber Freunde werden einen bestimmt besuchen. Familie, Mama, Papa, Oma, Opa, Geschwister. In die Richtung, sage ich mal. Vielleicht das eine oder andere Hobby auch in der Zeit entwickeln. Ob es jetzt ist, sage ich mal so, theoretisch lesen, ob es jetzt, es muss nicht zocken sein. Aber irgendwas wird man vielleicht für sich entdecken, um sich einfach abzulenken. So Leute, hier wurde ich damals operiert und ich denke mal, das wird auch jetzt wieder so sein. Haki ist schon da, kümmert sich auch seit Tagen um mich, wie Alex. Sag mal, komm. Was ist das, Kuchen oder was? Mhm. Das ist halt so clever, ne? Ich sag euch so, Leute, Haki weiß ganz genau, welche Hebel er drückt, zieht, damit auch alles abläuft, wie es ablaufen soll. Ich bin gespannt. Was erwartest du? Ehrlich? Ehrliche Antwort. Ich hoffe, ich freue mich heute mit dem Kuchen, aber... Für mich? Persönlich nicht so, ja? Also eine halbe Stunde gucken wir mal. Halbe Stunde. Ja, aber sag ganz ehrlich, was du denkst. Ich hoffe, es ist so wie die Auswertung vom MRT. So innen, aber du hast mein Knie gestern gesehen. Ja, es ist super dick. Es ist ein Ballon geworden, ne? Ja, mal schauen. Alleine das Reinlaufen, dieses Krankenhaus, gibt mir so ein schlechtes Gefühl. Ich kann meine Gefühle gar nicht beschreiben. Ja, Leute, damit ihr mal Bescheid wisst, Dr. Petersen. Er hat einfach so viele Urkunden hier hängen. Ist crazy. Der Mann ist echt gut. Guckt mal den Unterschied bitte an. Das ist schon sehr dick, muss man schon sagen. Damit die Leute mal verstehen, warum ein Kreuzbandriss ernsthaft so schlimm ist oder warum es so lange dauert. Ganz kurz mal eine Erklärung von Haki. Stabilisiert halt das Knie, also deswegen testest du es halt auch so. Mhm. Und wenn es durch ist, kommt es halt zu weit nach vorne. Okay, und welches ist davon das Kreuzband? Ja, und vielleicht ist es auch der Innenmeniskus. Wo ist der Innenmeniskus? Ja. Das wäre dann nicht so lange, ne? 2 bis 4 Monate. Aber selbst dann, sage ich dir ehrlich, wüsste ich nicht, ob ich nochmal das Ding anfange. Also bei Kreuzi ist vorbei, denke ich. Ich will jetzt sowas nicht sagen, weil am Anfang sagt man immer sowas, weil man traurig ist und so. Und dann gehst du zu Delay spielen und sagst... Und du weißt ja, wenn ich auf dem Platz bin, dann schlimm bei mir. Ja, also aber nach medial wohl. Und das also Kreuzband... Ja, nach innen. Genau. Und vom Kreuzband wirkt es jetzt für mich bei der klinischen Untersuchung locker. Mhm. Also ich hatte jetzt das KT eben nochmal gemacht. Man hat es gesehen, im August war das schon. Im Meniskus ist hier nochmal so eine entweder basisnahe Läsion, aber ja, genau. Und tut jetzt hier,
Nee, das ist normal. Aber hat jetzt komplett wieder gespielt dann auch, oder was? Vom Kreuzband, wie gesagt, KT hatte ich jetzt 17 zu 12, sodass da schon ein Unterschied war und er auch selber gesagt hat, das merkt er auch, dass es anders ist. Da reißen wir die Bänder auf, da hat man ein klares OP-Verfahren für die nach innen. Da ist der einzige Risikofaktor, den ich so kenne, ist eine hochstehende Kniescheibe. Da haben sie aber jetzt nicht eigentlich. Was würden Sie sagen, wie soll ich jetzt vorgehen? Na, wir würden, er wird sich drum kümmern. Oder erstmal keine OP? Ne, erstmal keine OP. Physiotherapie. Wie gesagt, also das Einzige, wo man jetzt ein bisschen drüber nachdenken könnte, oder was jetzt so, da ist was am Meniskus zu sehen, das wäre so ein basisnaher Längsriss, den kann man gegebenenfalls auch nähen wieder oder dann erhalten. Also dann, das würde ich mir noch mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass das vielleicht noch mal sinnvoll sein kann. Ansonsten, aber im Kreuzband kann man es jetzt nicht genau sehen, die Bilder, oder wie? Es ist irgendwie locker, das hatten wir ja auch beim letzten Mal schon gesagt. Ich glaube, dieses Gefühl, was jetzt ist, ne? Das fühlt sich anders an als beim letzten Mal. Das ist aber auch erklärbar durch die Kniescheibe. Also, wenn die wirklich rausgesprungen ist und neben und ist jetzt noch eine atypische, also wirklich eine ungewöhnliche Wart, also das kann das durchaus erklären. Deswegen würde ich, glaube ich, sagen, erstmal jetzt eine kleine Fußballpause. Und wir müssen einfach mal gucken, jetzt mal so ein bisschen, also 3-4 Wochen mal Physio, gucken, wie sich das Knie so macht und dann gucken wir uns das einfach in 3-4 Wochen nochmal wieder an. So, okay, erzähl mal, wir haben jetzt das Ergebnis bekommen. Heißt, ja. Meniskus ist durch, Meniskus, das wussten wir ja schon. Ja, das ist eigentlich so gut wie klar, aber wir halt nochmal gucken, wäre gut, wenn man es operieren lässt, ein paar Tagen. Aber wir haben einen Teilabriss im Kreuzband. Kann halt sie jetzt noch nicht sagen, weil es halt noch sehr geschwollen ist, aber er sagt, es ist eine sehr gute Tendenz, dass du halt nicht operiert wirst. Im Sinne von, nach 4 Wochen wird nochmal alles getestet, es wird ein Verlaufs-MRT gemacht und dann guter Dinge. Und du sollst deine Reha gut durchziehen, das kannst du auch schön auf Video haben. Also, dass ich erstmal wahrscheinlich nicht operiert werden muss am Kreuzband, ist schon mal sehr positiv. Ja, Meniskus ist durch, da muss ich aber safe operiert werden. Ja, ein Teilabriss, Kreuzband. Ich bin auf jeden Fall 5-6 Monate raus vom Fußball. Wenn nicht, vielleicht sogar 6-7. Weiß man nicht, muss mal gucken, wie es läuft. Mal schauen, ob ich für mich selber dann sage, ob ich nochmal, also man hätte noch, ob ich dann nochmal mit Fußball anfange oder nicht. Oder ob ich mir dann wirklich irgendwie einen anderen Sportart suche oder so. Das weiß ich jetzt noch nicht. Ich musste auch erstmal irgendwie ein bisschen drauf klarkommen. Ja, Schadensbegrenzung ein bisschen ist da. Wie gesagt, Kreuzband ist nicht durch. Aber es ist halt ein Teilabriss. Ja, erstmal ein paar Tage jetzt ruhen. Auch für mich, für den Kopf. Jetzt sage ich sowieso, ich höre auf. Aber wer weiß, in 5-6 Monaten, wenn ich Platz wieder sehe und die ganzen Jungs und so. Ja, mal schauen, wie ich dann entscheiden werde. So, Leute. Ich bin jetzt wieder zu Hause. Da gehört, was der Arzt gesagt hat. Also. Ja, was heißt es jetzt für mich? Erstmal 3-4 Wochen abwarten. Nichts tun. Viel Physio. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Aber ich bin jetzt halt mental komplett gebrochen. Ich möchte mich euch gar nicht so zeigen eigentlich, weil ich wirklich jemand bin, der lange aushält, der viel aushält und der eigentlich immer wieder zurückkommt. Aber ich muss auch irgendwann jetzt mal an meine Gesundheit denken. Und auch die Ärzte meinten heute, also auch Dr. Petersen meinte, eventuell solltest du dir überlegen, ob du noch weiter Fußball spielen möchtest. Weil ich will auch da später noch mit 40, wenn ich mal mit meinen Enkelkindern oder mit meinen Kindern irgendwas machen möchte, dann möchte ich noch laufen können und nicht Probleme haben. Ja, ich muss gucken, wie sich alles entwickelt, wie meine Gedanken. Und dann werde ich dementsprechend auch entscheiden. Und ich muss wirklich mal eins sagen, Leute. Mich haben heute und gestern so viele Nachrichten erreicht. Ich bin so sprachlos und ich danke euch so sehr vom Herzen, was ihr für mich tut, was ihr für mich macht, was ihr mir alles schreibt. Wie viele überhaupt sich die Mühe geben, mir zu schreiben, obwohl sie wissen, ich werde wahrscheinlich nicht antworten, weil mir so viele schreiben. Ich kann euch nicht erklären, was das für mich bedeutet. Ich bin euch so, so, so mega dankbar. Gebt mir ein paar Tage und dann hoffentlich werde ich auch wieder streamen, weiter Content machen, alles weitere. Ja, es ist halt ein Stück, als ob jemand ein Stück aus meinem Herzen rausgeschnitten hat. Weil ich liebe Fußball, hat mich immer begleitet. Ja, es ist alles nicht so leicht, aber ich glaube an Gott und alles passiert aus einem Grund. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Leute, ich danke euch vom ganzen Herzen. Ja, danke für alles. Euer Bilo.
Ach, was wäre ich nur ohne euch? Ich sage, bei so einer Sache, bei so einer Verletzung, Alex, es spielt so eine Riesenrolle, was du auch für Menschen um dich herum hast. Weißt du, dass du dich da nicht runterziehen lässt und auch wirklich die Leute, die dir auch dich pushen und motivieren und sagen, komm und hier und da. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Versucht euch da wirklich ein gutes Umfeld zu schaffen. Versucht nicht in ein Loch reinzukommen, auch wenn es schwer fällt. Und glaubt mir, mir fällt es gerade so, so, so schwer, weil man es halt nicht fassen kann. Man kann nicht glauben, dass das eine passiert. Und wenn es dann passiert, dann steht man halt erstmal da, ne? Und bei mir ist es halt schon so weit, dass ich gefühlt wahrscheinlich aufhören muss. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, was gerade in meinem Kopf vorgeht. Aber ihr habt Menschen, die an euch glauben, die euch glücklich sehen wollen. Und das muss euer Antrieb sein. Und ihr seid auch mein Antrieb. Von daher, so Gottes Will, werde ich alles tun, damit ich zurückkomme. Das ist der Plan.